Um den neuen Echo Show 15 einzurichten, versorgst du zunächst einmal Alexa über das im Lieferumfang enthaltene Kabel mit Strom. Schau dir dafür die Rückseite an, dort findest du den entsprechenden Anschluss. Das Gerät beginnt hochzufahren und begrüßt dich mit der Aufforderung, mit der Einrichtung zu starten. Die Einrichtung des Echo Shows funktioniert auf dem Gerät selbst. Zunächst einmal muss dafür eine Internetverbindung hergestellt werden. Gib dafür dein WLAN-Passwort ein und bestätige mit Verbinden. Im nächsten Schritt stellst du eine Verbindung mit deinem Amazon-Konto her. Gib dafür eine E-Mail-Adresse und das dazugehörige Passwort ein. Wähle nun die Zeitzone, füg deinem Echo eine Adresse hinzu, um lokale Wetterbenachrichtigungen zu bekommen, und wähle nun den Raum, in dem sich der Echo Show 15 in Zukunft aufhalten wird. Um fortzufahren, musst du deinem Echo nun einen Namen geben. So wird er auch in deiner Alexa-App aufgelistet. Im Zweifel ließe sich der Name auch nachträglich ändern. Bestätige mit Weiter. Nun kannst du deine persönliche Fotoanzeige wählen. Entweder eins aus den Presets oder du kannst auch eigene Bilder hochladen und auf dem Show anzeigen lassen. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, bekommt dein Echo Show nun noch ein Software-Update. Dieses Update kann einen Moment in Anspruch nehmen, eventuell startet das Gerät dabei mehrfach neu. Sobald der Echo Show neu gestartet ist, kannst du damit beginnen, Profile anzulegen. Das bedeutet, der Echo Show erkennt automatisiert, wer vor ihm steht und kann entsprechende Inhalte anzeigen. Dies funktioniert über eine Gesichtserkennung, die einmalig eingerichtet werden muss. Dies kannst du jetzt machen oder auch im Nachgang. Nun lädt der Echo noch einen Augenblick und im Anschluss ist das Gerät vollständig eingerichtet. Wenn ich dir mit dieser Anleitung helfen konnte, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos, die dich eventuell interessieren könnten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!